Florian Silbereisen und Beatrice Egli gratulieren gemeinsam zum Geburtstag. Das ist wohl eines der schönsten Bilder, auf das sich das Publikum freut. Es ist eine schöne Liebe zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Ihr beide werdet wirklich glücklich zusammen sein und euch gegenseitig tolle Dinge schenken. Nur noch wenige Tage bis zum Geburtstag von Beatrice Egli. Von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter feiert Beatrice Egli Geburtstage immer zu Hause im Kreise ihrer Familie. Beatrice Egli lud enge Klassenkameraden, Geschwister und Kinder aus der Nachbarschaft ein, um mit ihr ihren Geburtstag zu feiern. Zum Geburtstag von Beatrice Egli werden jedes Jahr sinnvolle Geschenke und Wünsche von allen Seiten überreicht. Jeder Geburtstag ist glücklich, und wenn der Geburtstag von Beatrice Egli naht, zählt sie eifrig jeden Tag herunter. Das ist ein paar Jahre her, aber jetzt ist Beatrice Egli immer so mit der Arbeit beschäftigt, dass sie nicht weiß, wann sie Geburtstag hat. Florian Silbereisen arbeitete, als plötzlich sein Telefon klingelte, er abnahm und eine schmerzliche Benachrichtigung sah, dass morgen Beatrice Egli Geburtstag hat. Nach der Arbeitszeit lief Florian Silbereisen in den Laden, um Geburtstagsdekoration zu bestellen, und ging in die Bäckerei, um eine Torte zu bestellen. Am Abend rief Florian Silbereisen die Freunde von Beatrice Egli an und die Freunde von Florian Silbereisen wollten, dass sie ihm helfen, eine überraschende und bedeutungsvolle Geburtstagsfeier für Beatrice Egli zu organisieren. Am nächsten Morgen kam wie gewohnt Florian Silbereisen, um Beatrice Egli von der Arbeit abzuholen. Aber am Abend wartete Beatrice Egli und sah nicht, dass Florian Silbereisen ihn abholte, rief an und hörte nicht zurück. Beatrice Egli musste nur ein Taxi nehmen, um nach Hause zu fahren. Auf dem Weg zur Straßenmitte kam ein Anruf von Beatrice Eglis bester Freundin. Sie sagte, sie möchte, dass Beatrice Egli für eine Weile zu ihr nach Hause kommt, es sei eine dringende Angelegenheit. Beatrice Egli erinnerte den Taxifahrer daran, umzukehren und zum Haus seines besten Freundes zu fahren. Beatrice Egli findet, dass heute alle sehr fremd sind. Beatrice Egli öffnete die Haustür ihrer Freundin und fand sie allein weinend. Beatrice Egli warf ihre Tasche beiseite und fragte, warum sie weine. Aber die beste Freundin von Beatrice Egli weigerte sich, es zu sagen. Gegen 7 Uhr verjagte ihre beste Freundin Beatrice Egli plötzlich. Beatrice Egli hielt sich nicht viel dabei und ging. Zu Hause angekommen, machte Beatrice Egli das Licht an. Als plötzlich viele Leute Happy Birthday sangen, Beatrice Egli fassungslos. Plötzlich kam Florian Silbereisen mit einer Torte herein. Er sagte Beatrice Egli, sie soll sich etwas wünschen. Beatrice Egli faltete ihre Hände, um sich etwas zu wünschen. Beatrice Egli war überrascht, dass ihre beste Freundin auch hier auftauchte. Beatrice Egli fragte, warum sie hier sei, nur um herauszufinden, dass dies ein Vorwand sei, Beatrice Egli hier zu behalten und dann alle zu Hause vorbereiten zu lassen. Beatrice Egli war überrascht. Beatrice Egli umarmte Florian Silbereisen und bedankte sich, denn ohne Florian Silbereisen würde ihr Geburtstag ruhig vergehen. Beatrice Egli bedankte sich bei allen für ihr Kommen zu ihrem Geburtstag. Dies ist das erste Mal, dass Beatrice Eglis Geburtstag von ihrem Liebhaber persönlich organisiert wird. Der diesjährige Geburtstag ist bedeutsam und glücklich im Leben von Beatrice Egli.